20er. Aber jetzt kommt einer der Top-Favoriten, Adam Malisch. Kann er sich absetzen? Springt er als erster über 130 Meter? Der kann sehr weit gehen, der geht weit, Malisch in Führung. Sofort zu erkennen, dass er eben nicht so viel zu spät war wie sonst immer. Das ist ja sein Hauptproblem, den Absprung da richtig zu treffen in dieser Saison. Malisch fliegt allen davon, 134,5 Meter. Und genau das ist aus deutscher Sicht zu befürchten gewesen. Dass eben die Ausnahmeleute wie Malisch und sicher auch Pettersen inzwischen die Möglichkeiten haben, weit davon zu springen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, 134,5 Meter, dazu sehr gute Noten, obwohl es sehr, sehr schwer ist, da unten den Telemark zu setzen. Weil es doch uneben ist, haben wir eben gesehen bei Schonta. Malisch hat das, trotz den Knieproblemen, die auch er hatte, ist auch operiert worden oder sollte operiert werden, dann haben das konservativ behandelt im Sommer, hat auch lange pausiert, aber es geht aufwärts. Janne Ahorn, der mit einer Grippe hier an den Start geht, hat ihn schon in Trondheim geschwächt. Aus dem Grund eigentlich kein Siegspringer heute. Ha, da habe ich mich aber weit rausgelehnt. Also dann sollte er immer mit Grippe springen. Wenn er trotz der Schwäche, die er hat, 132 Meter springt. Und er hat noch gesagt, eben, ich fühle mich so unwohl. Hat sogar noch überlegt, ob er überhaupt antritt. Und dann schafft er es hier, 132 Meter zu springen. Auch er technisch, ohne das Fehl auszusetzen wäre, knickt leicht ein bei der Landung. Hätte fast sogar noch weiter springen können. Ahonen, wie er es anzeigt, auf Rang 2. Malisch vor Ahonen. Da setzen sich jetzt doch die, die immer schon vorn waren in diesem Winter, ab. Vielleicht gilt das ja gleich auch für Michael Uhrmann. Erst der Österreicher Martin Höllwart und dann die deutsche Hoffnung Michael Uhrmann. Auch gut weggesprungen oben Martin Höllwart. Das geht auch weit für Höllwart. Das ist die Führung für ihn. Und auch er hat gesagt, Mensch, ich habe nicht richtig gut geschlafen, weil heute Frau und Kind da sind, schlafen bei ihm im Hotelzimmer, Frau Alexandra und Sohn Nico. 135 Meter für ihn, halben Meter weiter als Malisch, kriegt auch sehr gute Noten. Erster Rang für Martin Höllwart. Ja, und was für Ahorn mit der Grippe gilt, das gilt für Höllwart mit seiner Familie. Dann soll er doch immer die Frau und das Kind einfliegen, auch wenn ein bisschen gemeckert wird nachts und wenn er nicht richtig gut schlafen kann. Wenn dann solche Sprünge rauskommen, dann ist das doch die extra Motivation, die man braucht. Glückwunsch Martin Höllwart und mal sehen, ob Michael Uhrmann jetzt dagegen halten kann. Jetzt ist es doch wesentlich weitergegangen. Er braucht knapp 130 Meter, um in einer guten Position zu sein. Man sieht, Rainer Tess und Wolfgang steuert die Spannung an. Er ist dabei! Uhrmann ist dabei! Das ist doch wirklich mal was Positives für ihn. Eine klasse Leistung. Er hat ja gesagt, mein Gott, ich will ja gar nicht gewinnen, aber 130 Meter, das ist doch eine tolle Position für den zweiten Durchgang. Wenn ich unter die ersten 10 springe, bin ich hochzufrieden. Und auch er zeigt mit dem 4. Rang in diesem ersten Durchgang, dass er dazugehört zur Weltspitze. Jetzt etabliert er sich langsam wirklich endgültig da oben. Eine ganz, ganz starke Leistung des Junioren-Weltmeisters von 1996. Auch heute ist er bester Deutscher. Und dass er das hier gezeigt hat, vor diesem Heimpublikum, vor 20.000, und sich dem Erwartungsdruck gestellt hat und ihn so gut gehandelt hat, das zeigt, dass das eine wunderbare Saison werden kann für Uhrmann. Überhaupt nicht zurechtgekommen bislang ist Andreas Wiethölzer. Hat ja diesen aggressiven Sprungstil. Und es ist schwer auf dieser Schanze für ihn, aber das sieht besser aus als eben. Er rettet sich zumindest. Das wird auch Hannu Lepistö gesehen haben. Mit einer Leistung wie vorhin im Probedurchgang oder wie gestern wäre er ausgeschieden. So springt er 129 Meter, also kürzer als Uhrmann.
bekommt Noten zwischen 18 und 18,5. Wird knapp zwischen Uhrmann und Wietölzl. Aber ich denke, Uhrmann bleibt vor. Jawohl. Uhrmann bleibt auf Rang 4, also wieder in Lauerposition, sogar auf einen Platz auf dem Treppchen. Und jetzt Sigurd Pettersen, die Sensation der Saison. 22 Jahre alt, später Durchbruch. Erster Sieg in Trondheim, erster Sieg eines Norwegers seit 98 und in Ausnahmeform. Greift er jetzt die 135 Meter an? Das tut er! Bestätigt alles, was er hier gezeigt hat. Und das schon wieder Sigurd Pettersen, 136,5 Meter. Rang 1, natürlich die Führung für den Norweger. Da hat sich jetzt eine Spitzengruppe abgesetzt. Pettersen an 1, dann Höllwart, Adam Malisch, Janne Ahonen, Michael Uhrmann ist Fünfter. Und das ist beachtlich. Mit zwei unterschiedlich langen Beinen springt dieser Sigurd Pettersen. Daher oben beim Absprung fast so was wie eine Schrittstellung, das eine Bein leicht eingeknickt. Er hat alles, was einen Weltklassemann ausmacht. Das sagt sein Trainer Mika Kojonkowski. Hat lange Hebel. Dazu sehr, sehr intelligent. Sportstudent aus Oslo. Sohn eines Lehrer-Ehepaars und sehr empfänglich für alle Verbesserungen. Und er hat Primož Peterka. So was wie die Renaissance des Skispringens heute. Koltberger, Nieminen und jetzt Peterka. Auch er jetzt in den Bereich wie die beiden vor ihm, hat einen extrem schnellen Ski, springt 126 Meter. Primož heißt ja übersetzt der Erste. Dazu wird es heute sicher nicht reichen. Auch er wird ein bisschen durchgereicht nach hinten. Nur Sechster insgesamt, aber die sind alle im Bereich von zwei weiten Metern, von Rang 1 bis Rang 6. Es ist also richtig knapp. Sehen wir jetzt den Nächsten, der über 130 springt. Im zweiten Durchgang, ja, Peter Schonter schon 133 Meter gesprungen. Aber bei Vitelz ist alles möglich. Dem kann sowohl nochmal ein großartiger Sprung gelingen, wie auch eine völlige Gurke. Auch das ist ihm hier schon ein paar Mal passiert. Und das hat er sicher im Hinterkopf. Das ist sicher keine völlige Gurke, sondern eine gute Leistung. Das dürfte die Führung sein für Andreas Vitelz. Bester Mann im Sommer Grand Prix, 129 Meter wie im ersten Durchgang, hatte Vorsprung auf Goldberger. Das sollte reichen, um Andreas Goldberger von Rang 1 zu verdrängen. Genauso ist es. Vietölzl jetzt also vorn vor Goldberger wie in guten vergangenen Zeiten. Und Vietölzl hat es wirklich geschafft, die kleinen Schwächen aus allen Sprüngen, die er hier bislang gemacht hat, wegzustecken und Konstanz zu zeigen im Wettkampf. Warum wird es lauter? Weil jetzt die letzte deutsche Hoffnung kommt. Michael Uhrmann hat einen Kick bekommen, als er sich in Kuusamo und Trondheim nach ganz vorne sprang. Verhältnisse sind passabel. Der Sprung sieht gut aus. Jawohl, er ist wieder dabei. Michael Uhrmann kämpft um Rang 1 gegen Andreas Vietölzl. Ist einen Meter kürzer, 128 Meter. Wie sind die Haltungsnoten? Sicherlich nicht so schlecht. Es wird knapp und Uhrmann ist vorne. Michael Uhrmann ist vorne vorbeigezogen an Andy Vietölzl. Und damit ist er schon wieder sicher unter den besten 5. Ist das eine Saison für Michael Uhrmann? Und er hat es verdient. Der Mann, der immer für gute Laune sorgt im Team. Es ist so schön, ihn mal jubeln zu sehen. Nachdem wir auch so oft erlebt haben, wie er hier enttäuscht von dann gezogen ist. Nicole Hofmeier, die Frau, die Physiotherapeutin ist beim deutschen Team, hat ihm sicherlich noch mal die Beine massiert heute Morgen. Und ist das eine Genugtuung für Michael Uhrmann, auch mal dazu zu gehören? Und er kann sicher gönnen, Martin Schmidt, auch wenn sein Schatten für alle, die da hinterherkommen, sehr, sehr groß ist.
Janne Ahon. Auch wieder gut aus. Er geht vorbei an Michael Uhrmann. Also für jemanden, der ein paar Tage flach gelegen hat mit einer Grippe und vorher schon sagte, also das wird sicherlich nicht mein Tag, hat er sich wirklich sehr gut verkauft. Wieder 132,5 Meter vielleicht, weil er gar nicht so viel von sich erwartet hat. Und das ist technisch kaum zu verbessern. Möglicherweise braucht er diese Lockerheit, um sein volles Potenzial abrufen zu können. Janne Ahonen setzt sich in Führung. Und es wird natürlich eng für Michael Uhrmann mit dem Platz auf dem Treppchen, denn oben stehen nur noch Malisch, Höllwart und Pettersen, aber die sind alle so verlässlich. Ja, das Lächeln von Axel Kukkonen sieht anders aus als das von Janne Ahonen, aber ich denke, der freut sich nach innen. Adam Malisch, bester Abspringer der gesamten Weltklasse. Und der macht keine Fehler, Adam Malisch, sondern baut sich immer mehr auf. Alle Leistungen bislang unter den besten 6, 132 Meter, einen halben Meter kürzer als Ahonen, hatte Vorsprung vor Ahonen. Das müsste reichen für die Führung, kriegt Noten 18, 18, 5, jawohl. Malisch vorn, knapp vor Janne Ahonen, aber reicht das auch zum Sieg? Die Formkurve stimmt bei Malisch. Mit dem ist auf jeden Fall hinsichtlich der Vierschanzentournee zu rechnen. Zwei sind nach oben. Martin Höllwart, der schon in Trondheim ein Springen gewann. Das andere gewann Pettersen. Und die beiden machen jetzt vielleicht den Sieg unter sich aus. 6 Jahre lang war er ohne Weltcupsieg, bis er in Trondheim wieder zuschlug. Martin Höllwart. Achten Sie auf die rote Linie, er wird brauchen etwa 133 Meter. Das sieht stark aus von Höllwart, das ist die Führung! Erster und Dritter in Trondheim und heute auch mindestens schon wieder Zweiter, denn das reicht, um in Führung zu gehen. 137 Meter! Weitester Sprung des Tages für Martin Höllwart, den Mann aus Telfs. Auch er ein dynamischer Abspringer, der sehr, sehr viel Kraft transportiert. Ganz anderer Typ als Pettersen, den wir gleich sehen. Und so ist es eben. Wenn man einen Lauf hat, wenn man weiß, man kann sich auf sein eigenes Leistungsvermögen verlassen, dann kommen die Ergebnisse von selbst. Erfolgreicher Start als Trainer des österreichischen Teams auf jeden Fall für den Finnen Hannu Lepistö. Alle hatten den nächsten und letzten Starter als den Favoriten ausgemacht. Höllwart hat ihm sicher zugesetzt mit dieser Leistung. Er muss schon was zeigen. 135,5 hält er dem Stand. Sigurd Pettersen. Er springt zumindest in die Nähe, aber ich weiß nicht, ob das reicht zum Sieg. Ich glaube, Höllwart hat es gepackt. 135 Meter für Pettersen. Höllwart ist aus meiner Sicht der Sieger des Springens von Titisee-Neustadt. Warten wir doch auf die Noten. Und so sieht's aus. Pettersen Zweiter, Höllwart gewinnt. Zweiter Saisonsieg für Martin Höllwart. Sofort ist Andi Goldberger da mit einem tollen 7. Platz. Visuell als 6. Ein Mannschaftsergebnis, das sich wirklich sehen lassen kann. Und Martin Höllwart hat es geschafft, den Überflieger der bisherigen Saison, Sigurd Pettersen, hinter sich zu lassen.